kommen wir zu den Vor- und Nachteilen dieser Tore. Vorteil von diesem Tor: Es ist faltbar, es passt ins Auto. Allerdings, wenn man es aufbauen will, muss man immer wieder schauen, wo hat es sich verhakt und wie kriege ich es hin, das Netz wieder zu entwirren, so dass man es dann in den Boden stecken kann. Noch ein Nachteil dieser Tore, man sieht es hier deutlich, dieses hier ist kaputt. Ja, die Tore brechen an diesen Gelenken. Manchmal, wir haben auch ein Tor, da ist hier unten das Gelenk abgebrochen und dann sind diese Tore nicht mehr so stabil und man kann sie auch nicht mehr benutzen. Ja, mit ein bisschen Gefühl bleibt der Ball im Tor liegen, wenn man es als Passtor für eine Distanz benutzen will oder wenn man es in einem Rundlauf benutzt, kann man jetzt auch von hinten das Netz hochheben, den Ball mitnehmen und zur nächsten Station gehen. Ein Vorteil dieses Tores. Es ist groß, auch in der Höhe. Ja, man sieht es hier bei mir, die Breite passt, ein schönes Passtor. Ich bin mit diesen Toren sehr zufrieden. Natürlich durch die Spitze kann man sie nur auf Rasen benutzen und nicht auf Kunststraßen. Und ich weiß auch nicht, wo es dieses Tor zu kaufen gibt. Diese Pop-up-Tore werden mit einem oder mit mehreren Karabinern geliefert. Die sind hier normalerweise dran. Dann kann man die Karabiner in den Rasen drücken und die Tore mit den Karabinern befestigen. Gibt es jeweils für den Pfosten eins und einen, den man hinten festmachen kann. Ich benutze allerdings immer ein Hütchen, lege dieses Hütchen hinten auf das Tor drauf, um es zu beschweren. Dann ist es geschützt gegen den Wind, weil ohne Schutz sind die Tore sehr schlecht geschützt gegen den Wind und werden vom Wind mitgenommen. Deshalb ein Hütchen drauf, dann bleibt das Tor stehen, weil mich stören die Karabinerhaken beim Einpacken und Verpacken des Tores immer. Und deshalb habe ich die Karabinerhaken weggenommen und lege ein Hütchen hinten drauf.